Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe das neue Catrice-Sortiment hier und möchte mit euch einfach mal zusammen durchstöbern. Und wenn du Bock drauf hast, ein bisschen Leben ins Gesicht zu bringen oder auch nicht, mal gucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe aktuell bei Purish einen Code, da könnt ihr 20% auf alles sparen, also auch auf die neuen Catrice-Neuheiten, das neue Catrice-Sortiment. Claudi20, da könnt ihr gerne mal in der Infobox vorbeischauen, da habe ich euch die Produkte entsprechend verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir starten mit einem Primer und zwar The Smoother Plumping Primer Concentrate. 15 ml fand ich jetzt sehr, sehr wenig, aber gut, ja, soll ja auch ein Konzentrat sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Primer ist, den du wirklich nur auf die Falten auftragen sollst oder aufs ganze Gesicht. Ich gebe mir erstmal so ein bisschen hier was auf meinen Handrücken. Nö, das wird wässrig, ne? Riecht soweit nach nichts. Ich mache das so auf mein Gesicht. Also so Lotion-mäßig ist das ein bisschen. Es fühlt sich kühl an, aber das liegt halt daran, dass es so wässrig wird, ne? Wässrig. Mir gefällt es tatsächlich. Ich weiß nur nicht, warum wir nur 15 ml bekommen und warum das ein Konzentrat sein soll. Das ist jetzt kein neues Produkt. Der Under Eye Brightener Instant Awake, den trage ich mir jetzt mal auf. Ist ja so ein Dupe quasi zu dem Becker Under Eye Brightening Corrector. Trage ich mir übrigens auch super gerne auf dem Auge auf. Ne? Theoretisch bräuchte man jetzt auch nicht mal mehr groß Foundation oder sowas drüber machen. Das ist halt so für den Alltag auch sehr, sehr gut geeignet. Ist, glaube ich, aber ständig überall ausverkauft. Ist aber dementsprechend, glaube ich, auch ein ziemlich beliebtes Produkt. Ne? Also das zu bekommen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, leichter an die Handynummer vom Papst zu kommen, als dieses Ding zu kriegen. Frische Geschichte, mag ich gerne leiden, aber das war jetzt ja kein neues Produkt. Wohingegen dieses Produkt aber neu ist, und zwar die Nude Drop Tinted Serum Foundation mit Hyaluronsäure, Vitamin E, 30 ml. Ich habe die Farbe 001N, also ich habe super hell genommen, weil ich mir gedacht habe, naja, bislang waren solche Geschichten für mich, also die hellste Farbe aus den Catrice Foundations, nicht immer unbedingt passend. Also manchmal waren da halt auch welche mit dabei, die dann auch einfach zu dunkel waren, selbst wenn es die hellste Farbe war. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, Claudinchen, gönn dir. Sehr, sehr hell. Und Serum Foundation heißt ja auch, dass die jetzt wahrscheinlich nicht so super immens deckend sein soll. Sieht jetzt aber auf den ersten Blick schon mal sehr, sehr hell aus, ne? Ups. Nö, aber sie verbindet sich ganz gut mit der Haut. Da kann man sich jetzt eigentlich soweit nicht beschweren. Nee, also das ist schon für mich die richtige Farbe. Mit dem Pinsel ist das aber keine schöne Geschichte. Es wird sehr streifig. Deswegen nehme ich ein angefeuchtetes Schwämmchen und arbeite die Foundation damit ein. Also die beiden Produkte in Kombi gefallen mir persönlich jetzt nicht ganz so gut. Ich habe ja eine sehr trockene Haut, ne? Das ist mir zu trocken einfach auf dem Gesicht. Ich habe, wie soll ich das sagen? Das Gefühl, als würde, wenn die beiden zusammen aufs Gesicht kommen, dass die mir alles an Leben aus dem Gesicht ziehen. Also so fühlt sich das tatsächlich für mich gerade an. Das ist sehr, sehr unangenehm. Also ich würde die, wie gesagt, nicht in Kombi empfehlen für Leute mit trockener Haut. Ich würde die vielleicht, wenn du eine sehr feuchtigkeitsspendende, sehr reichhaltige Foundation hast, kannst du den Primer verwenden. Oder wenn du halt einen sehr reichhaltigen Primer hast, die Foundation dann in Kombination damit. Aber so ist mir das zu trocken irgendwie. Es ist nicht so leicht auf der Haut, wie ich mir das erhofft habe. So würde ich das sagen. Und dementsprechend sitzt sie natürlich auch nicht ganz so gut, ne? Ich nehme jetzt noch ein bisschen Concealer. Das ist der True Skin Concealer in der Farbe 010 Cool Cashmere. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Das ist mir zu gelb. Tja, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ich habe jetzt einen Blush Stick. Das ist die Farbe 020 Techno Pink. Das ist auch aus dem neuen Sortiment. Der wackelt hier so ein bisschen drin rum. Ja gut, das ist okay für ihn, ne? Das fühlt sich jetzt nicht so super krass hochwertig an. Bei sowas mache ich das ganz gerne, dass ich den Foundation-Pinsel nehme und mir dann so ein bisschen was halt hier, wow, drauf mache. Ein bisschen Techno-Pink, Claudinchen. Du weißt ganz genau, was du dir ausgesucht hast. Tu mal nicht so. Naja, schon, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so pigmentiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott, krass. Gut, Karneval ist ja bald, ne? Damit kriegst du auf jeden Fall derbe rote, pinke Wangen. Wow. Ich bin ja euer Versuchskaninchen. Leute, ich kann euch nur mit auf den Weg geben, seid vorsichtig mit diesem Produkt. Setten wir das Ganze mal mit dem Invisible Matte Loose Powder. 11,5 Gramm sind hier drin in der Farbe 001 Universal. Das ist ein neues Puder, was mattierend sein soll. Ich hoffe nicht zu sehr mattierend. Oh, sehr, sehr fein gemahlen. Da gehe ich dann erstmal mit meinem Schwämmchen rein.
und sette unter meinen Augen und um meine Augen drumherum im Prinzip auch. Oh, 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 sehr, 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 sehr fein. Das mag ich gerne. Das finde ich schön. Du hast hier nicht so eine mega Staubwolke, die aufsteigt, ne? Und du hast ein schönes, weich gezeichnetes Ergebnis. Man sieht nicht dieses super Weiße. Also das ist wirklich transparent. Das mag ich gerne. Dann nehme ich mir so einen Pinsel. Das ist ein großer Flüffel aus der Limited Edition mit Maxim. Gehe dann hier in das Puder rein, arbeite das in den Pinsel ein, klopf ab. Also super, super fein. Da musst du schon aufpassen, dass du es nicht zu sehr einatmest, ne? Wow. Ne, das Puder, das mag ich wirklich gerne, ne? Das sieht auch toll aus, mag ich gerne. Gerne, 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 gerne. Hat jetzt auch nicht so einen Todesmatt-Effekt noch dazugegeben, beziehungsweise Todestrockengefühl, weil das war ja meine Befürchtung, weil die Foundation-Primer-Kombination ja schon so grenzwertig war. Das ist ein schönes Produkt. Das ist der Holiday Skin Bronze & Glow Palette. Das. Ja, wisst ihr Bescheid. Gibt es in einer Farbe, glaube ich, ne? Da gibt es keine unterschiedlichen. Ja, und da ist halt Bronzer und Highlighter drin. Den Bronzer müsste ich eigentlich sogar schon da haben. Luminous Bronzer mit Macadamiaöl. Ja, ich swatch die gleich mal nebeneinander. Das ist nämlich Summer in the City. Wobei, ich weiß ja nicht. Nee, die sehen unterschiedlich aus. Aber vom Pressing her sehen die halt sehr ähnlich aus. Das sind zwei unterschiedliche Farbtöne, Leute. Sehr cool. Ja, also der, den wir jetzt neu im Sortiment haben, der ist dunkler. Viel dunkler. Und dann nehmen wir jetzt den großen Fluffel, dippen hier nur so ein bisschen rein, klopfen das ein bisschen ab und geben das ein bisschen aufs Gesicht. Hä? Und sehen es nicht. okay. Ohne Abklopfen aufs Gesicht geben? Ja, da sieht man es mehr. Sage Lütgen, da verwende ich aber ganz schön viel Bronzer, ne? Sieht das jetzt komisch aus? Nee, also ich finde, dass die, also sieht nicht fleckig aus oder so, muss ich wirklich sagen. Aber ich gehe sehr, sehr häufig rein und baue den schon sehr intensiv auf, ne? Vielleicht auch, weil der Blush schon so krass ist und deswegen, ja, der Bronzer da schwer gegen anstinken kann. Auch möglich. So, wenn die Babyhärchen da oben jetzt genug angemalt sind, kann ich die Reste davon am Hals einfach verteilen, um da so einen Schatten quasi zu erzeugen. Ich mag den Bronzer schon, aber ich frage mich halt wirklich, wie das Leute machen, die Hauttontyp technisch ein bisschen weiter auf einer anderen Farbskala unterwegs sind als ich. Nun denn, den Highlighter verwenden wir gleich. Jetzt möchte ich erst den Blush verwenden. Cheek Lava Marbled Blush ist das in der Farbe Dahlia Blossom. Wir haben ja schon einen anderen mal drin gehabt. Den mochte ich, glaube ich, gar nicht so gerne. Also den weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt noch habe. Ach doch, das war dieser hier, ne? Der mit dem Goldschimmer. Genau. Habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht so häufig zugegriffen. Nun, dann nehme ich mir jetzt hier den Pinsel, auch wenn ich jetzt eigentlich schon Blush des Todes auf dem Gesicht habe. Gib ihm, ne? Das gebe ich mir dann tatsächlich hier so auf. Und der ist halt super passend zum Cream Blush, den ich jetzt schon drunter habe. Aber der hier hat jetzt auch noch einen Schimmer mit dabei. Also damit kannst du dich wirklich intensiv nochmal overblushen. Ne? Aber es soll ja alles angesagt sein 2023. Also Leute, gönnt euch Blush. Blush ist schön. Und macht euch Freshness. Süße Sache. Kann man nicht anders sagen. Jetzt kommt der Highlighter hier ins Spiel. Und irgendwie sind die Fändchen bei mir sehr, sehr lose. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist da irgendwie was verkehrt gelaufen? Jo, das fällt nämlich 1A so raus. Muss ich mal festkleben, weil hier hinten ist gar kein Kleber dran. Muss das so? Ist das bei euch auch so? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich mache das hier mal wieder ein bisschen fester rein. Jo, ne? Also den Highlighter finde ich vom Ton her richtig, richtig schön. Oh ja, und der gefällt mir. Guck mal, ne? Der hat nämlich nicht so ein Untertongedönsen, dass er jetzt hier ja quasi das aufhellen würde, sondern er gibt halt einfach den Schimmer dahin. Oh, das mag ich ja. Vor diesem Produkt habe ich ein bisschen Angst, weil das halt nicht so ganz das ist, was ich normalerweise so verwende. Aber nun, Stay Natural Brow Stick Waterproof in der Farbe 020 Soft Medium Brown. Ein Augenbrauenprodukt, ne? Und es ist halt, ja, so ein sehr, 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 sieht aus wie ein Lippenstift jetzt mal ohne Flachs, Leute. Ich habe noch nie einen so dicken Oschi von Augenbrauenapplikator-Produkt gesehen. Musst du vielleicht mit einem Pinsel dann beigehen? Müssen wir mal schauen. Hier hast du auf jeden Fall 1 Gramm drin. Und wenn ich das vergleiche mit den anderen Augenbrauenstiften, die wir von Catrice haben, haben wir hier eine ganz schön derbe Menge bei. Ich nehme als Spoolie jetzt einfach mal von meinem Benefit-Augenbrauenstift das Bürstchen hier hinten, ne? Und habe dann hier auch so einen Augenbrauenstift aus einer vergangenen Catrice LE. Weiß ich nicht.
Nee, da geht gar kein Produkt ab. Ich glaube, ich muss da wirklich mit dem Stift an das Auge dran. Ich habe Angst. Ich meine, jetzt zu Anfang hast du ja auch noch Kanten bei diesem Produkt, ne? Sodass du dann das so ansetzen und so ziehen kannst. Aber irgendwann musst du ja so machen. Das geht dann natürlich schnell. Mach dir aber, also wenn du halt so ein Kind der 90er bist, so wie ich, die ein bisschen viel an ihren Augenbrauen rumgezupft hat und außerdem auch erbtechnisch gar nicht so die opulenten Augenbrauen geerbt hat, hat ein Problem, ne? Vor allem, wenn du hier hinten so ein Schwänzchen malen willst. Also ich finde farbtechnisch schön, aber von der Applikation her schwierig. Also was Catrice sich dabei gedacht hat, ne? Keine Ahnung. Dann nehme ich mir diesen Brow Styling Gel Super Glue. Der ist ja aus dem letzten Sortiments-Update, um die Augenbrauenhärchen zu fixieren. Der hält auch wirklich gut. Den kann ich auch empfehlen. Ist aber auch genauso ausverkauft immer wie dieser Under Eye Corrector. Und ich bin irgendwie baff. Warum hat Catrice so gute Produkte, die dann irgendwie nur in so wenigen Stückzahlen für Standardsortiment herstellen, oder? Crazy, Leute. Es gab einige Lidschattenpaletten, die Catrice in diesem Sortiments-Update herausgebracht hat. Ich habe mich für die hier entschieden. Und ja, das ist tatsächlich eine Five in a Box Mini Eyeshadow Palette mit Rosenöl. In der Lidschattenpalette haben wir 5 sehr, sehr kühle Töne, wovon der hier und der hier, also 2, matt sind und der Rest ist schimmernd. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin tatsächlich jetzt vollkommen außerhalb meiner Komfortzone. Ich gehe zuallererst mit einem Blendepinsel in diesen Taubton und setze mir den auf mein komplettes bewegliches Lid. Da siehst du auch nicht so allzu viel von, ne? Sehr, sehr schwach. Als nächstes gehe ich wieder auch mit dem Blendepinsel in diesen gräulichen Ton rein und setze mir den hier außen an und blende den auch ein wenig in die Lidfalte rein, um da so eine gewisse Tiefe zu schaffen. Auch hier haben wir nicht die krasseste Pigmentierung. Es wird eher fleckig hier oben, ne? Super fleckig wird das Ganze. Also schön finde ich diesen Ton leider nicht. Also das sieht jetzt eher so aus, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, mit dem Kopf im Kamin gesteckt, ne? Also, nicht so geil. Dann versuchen wir das mal anders. Ich nehme jetzt diesen lila Schimmerton mit einem Smudger auf und setze mir den auf mein bewegliches Lid. Der krümmelt mehr runter, als dass da oben auf dem Lid bleiben möchte. Deswegen gehe ich mit dem Finger rein. Und ja, mit dem Finger geht es deutlich besser, Leute. Boah, diese Kanten triggern mich gerade so sehr. Ich nehme jetzt gerade ein weißes Puder, was ich hier einfach an meinem Schminktisch habe, und softe die Kanten so ein bisschen auf, weil das war halt schon sehr, sehr fleckig, ne? Und dann kann das halt nichts mehr werden mit dem Look. Deswegen ein bisschen Puder, ein bisschen ausblenden, dann geht es klar. Aber das haftet einfach überall, wo es nicht haften soll. Und irgendwie, also die matten Töne der Palette sind echt traurig. Aber das Lila ist schon cool, ne? Also dieses lila Schimmer. Dann nehme ich dieses Grauschimmer auf, auch wieder mit dem Smudger, weil da möchte ich jetzt ein bisschen punktueller arbeiten. Der kommt nämlich nach hier außen hin. Wobei der nicht ganz so geil ist, finde ich. Der macht jetzt nämlich eher so, dass der lila Ton abgetragen wird. Hä, was ist das denn? Och Mann. Unglaublich. Dann nehmen wir halt diesen grauen Schimmerton und geben den an den unteren Wimpernkranz auf. Da muss ja auch irgendwie noch was hin. Und da... ich bin irgendwie ein bisschen sprachlos, Leute. Ich mische ein bisschen was von diesem matten Grau da mit rein. Dann geht das schon wieder ein bisschen besser klar. Ja, und dann nehmen wir den letzten, den ganz hellen Schimmerton hier. Der kommt jetzt hier in den Innenwinkel. Und der hat wirklich einen schönen Schimmer. Also den mag ich gerne leiden. Doch, doch. Der ist für den Inner Corner ganz gut geeignet. Ich gebe mir den auch immer gerne noch hier mit aufs bewegliche Lid. Blend den so rein, dass man so einen Shift bekommt, ne? Auch unter die Augenbraue. Ja, also der helle Ton jetzt und der lila Ton, das sind die beiden, die ich eigentlich wohl mag. Wobei die beiden sich nicht wirklich vertragen. Also wenn die in Kontakt miteinander kommen, tragen die sich gegenseitig ab. Und den Rest der Palette kannst du knicken. Also die Five in a Box würde ich jetzt leider, leider nicht empfehlen. Schade. Wir haben neue Eyeliner. Darauf freue ich mich. Da haben wir, also ich habe mir 2 ausgesucht, gekauft. Einmal dunkelblau und einmal so ein braun, beziehungsweise Midnight Sky und Roasted Nuts. Und Midnight Sky ist, ja, es sind beides Mattliner, ne? Ist halt jetzt gerade sehr schön passend zu dem kühlen Look. Hat einen Schwämmchenapplikator und den
trage ich mir jetzt einfach mal auf. Das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, leider. Und auf dieser Seite hat er jetzt nicht mehr so viel Bock zu malen. Oh mein Gott, was ist das für ein Video? Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist ja ganz furchtbar. Ja, jetzt wenn ich da nämlich doll drücke, dann malt der. Aber das funktioniert hier am Auge halt einfach nicht. Auf Menno. Ja, dann ist das jetzt halt einfach so, ne? Und die Spitze ist leider auch schon ein kleines bisschen verbogen. Die hat sich auch gedacht, also nee, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Lust, ne? Und ich habe jetzt einmal den benutzt. Also ich habe vorher nicht, ja gut, ich habe jetzt hier auch drauf rumgemalt, aber das ist blöd. Auch dieses Setting Spray, Fixing Spray ist ein bekanntes Produkt. Achtung, Achtung, das springt einen wirklich an. Das darf man nicht vergessen. Ultra Last hoch 2 Fixing Spray, Transfer Proof, Waterproof, No Alcohol, No Perfume. Da gibt es Techniken, wie man das auftragen kann, ohne dass es einem ins Gesicht springt. Ich mache das nämlich so, dass ich erstmal so zur Seite einmal sprühe. Was ist das denn jetzt? Jetzt ist das ja auch noch zu oder was? Och Mann, Catrice, lass mich doch nicht so hängen. Es will nicht, Leute. Doch, doch. Oh ja, oh ja, oh ja. So, genau. Man muss nämlich anfangs ein bisschen sprühen. So. Und bis es dann halt so rauskommt und nicht müd. Und dann mit sehr viel Abstand und mit oben nach unten Bewegung aufs Gesicht bringen. Ganz crazy, Leute. Es ist nicht leicht, damit zu arbeiten. Aber es geht. Denn das Produkt an und für sich ist richtig gut. Nur schwer, es aufs Gesicht zu kriegen. Also ich finde, ich sehe so ein bisschen aus, als hätte ich das erste Mal versucht, mich zu schminken. Mit zu viel Blush, mit diesem verkackten Eyeliner, mit diesem wirklich nichtssagenden Augenlook, der auch noch hier so fleckig ist. Es ist ganz crazy. Ich, mache das hier eigentlich beruflich, Leute, ne? Glaubt mir auch keiner, der zuallererst hier das Video guckt. Okay, ich habe noch eine Wimpernzange, die habe ich aber schon länger. Und biege mir meine Wimpern. Die ist übrigens auch von Catrice. Und dann haben wir hier eine neue Mascara, Pure Folds Lash Mascara. Das ist diese hier. Die hat ein Faserbürstchen, was so bananenförmig gebogen ist, aber irgendwie auch ganz fancy pantsy aussieht, weil das auch so flach ist und so. Also eine ganz aufregende Form, die mir auch in irgendwie kommt die mir bekannt vor. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen, bei einer Lancôme oder so. Riecht nach nichts, was ich positiv finde. Und wunderschönes Verpackungsdesign. Das müssen wir auch mal so erwähnen, ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Bei der Mascara muss man ein bisschen aufpassen, weil sie sehr viel Produkt abgibt und sehr dazu neigt, dass sie dann Fliegenbeine macht. Wenn man es aber mit einem optimalen Winkel und der optimalen Menge an Produkt macht, dann hat man dieses Ergebnis. Wenn man es verkackt, dann hat man dieses Ergebnis, kann man so sagen. Und ja, also an und für sich, schöne Mascara, macht Wawa Woom Lashes und das ist wirklich, also das macht wirklich Freude, ne? Ja, man muss halt nur, wie gesagt, aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Lippen, jo, Plump It Up Lip Booster habe ich hier mit Menthol. Ich habe die Farbe 030 Illusion of Perfection. Ich habe mir gedacht, komm, Claudi, gönn dir. Ich wollte einfach mal was ausprobieren, ne? Mhm. Das hat auch so blaue Sparkles drin und so. Mal gucken, ob ich jetzt aussehe wie eine Wasserleiche, wenn ich das drauf mache. Da sind auf jeden Fall noch super viele andere Farben, die auch so dupe-technisch zu Fenty Beauty sind, ne? Und das hat einen riesen Applikatorfuß. Witzig. Und der hat auch irgendwie so ein Loch hier drin, dass da quasi sich Produkt sammelt, dass du halt mit einem Swipe genug Produkt auf die Lippen bekommst. Ich finde, das ist vollkommen auch in Ordnung. Und dadurch, dass man diesen Mentholgedönsen hat, du hast die ganze Zeit das Gefühl, du hast so gerade ein Kaugummi gegessen oder so. Ne? Das mag ich persönlich gerne. Ist nicht so schlimm, blitzelt auch nicht irgendwie oder so. Und ich finde, dass das jetzt auch wirklich gut zu dem Look passt. Dass es auch so ein stimmiges Bildchen jetzt gibt. Und ich finde auch, dass der jetzt nicht, der ist ja nicht lila-blau auf den Lippen. Ne? Du hast einfach dadurch auch ein bisschen weißere Zähne. Und ich mag das auch gerne leiden. Ich finde jetzt auch aus der Entfernung sieht der Look auch wirklich gut aus. Da kann ich mich eigentlich auch aus der Entfernung überhaupt nicht beschweren. Das sieht tippitoppi aus. Ne? Da kann ich gleich noch ein paar Videos mit drehen, freue mich meines Lebens. Aber ich bin jetzt kein Ultra-Fan von dem Sortiment
Update. Also das fing jetzt an beim Primer in der Kombination mit der Foundation, wobei jetzt aktuell fühlt es sich gut auf dem Gesicht an und es sieht auch gut aus. Also ich glaube, dass da die Foundation und auch das Setting Spray einiges schön gemacht haben. Das hat gut funktioniert. Also da hat, ja, das ist in Ordnung. Wobei ich persönlich Catrice Foundations habe, die ich lieber verwende als die hier jetzt. Aber gut, die wird jetzt noch ein bisschen auch getestet, auch mit anderen Primern. Genauso wie der Primer mit anderen Foundations getestet. Wobei ich eigentlich bei Primern gerne habe, dass ich den dann auch mit allen Foundations kombinieren kann, ohne groß nachdenken zu müssen. Weil sonst muss ich zu viel denken, das ist anstrengend. Den Blush Stick finde ich cool, den mag ich richtig gerne leiden. Und auch den Puder Blush mag ich sehr, sehr gerne. Also das ist eine schöne Farbe, sehr kühl, ne? Aber es passt toll in den Winter, mag ich gerne. Wie gesagt, das Puder mag ich super gerne. Diese Bronzer und Highlighter Palette gefällt mir auch richtig gut. Vor allem der Highlighter finde ich ist ein ganz, ganz tolles Produkt, weil der einen schönen Schein auf dem Gesicht hinterlässt. Und da auch nicht irgendwie was betont, was man nicht betont haben will. Also das ist ein ganz, ganz toller Highlighter. Aber das wissen wir ja, Catrice kann Highlighter. Das Augenbrauenprodukt ist schwierig, wirklich schwierig, kann man nicht anders sagen, weil der einfach so dick ist, ne? Und ich nicht weiß, wie ich den dann, wenn er sich irgendwann abträgt, auch vernünftig auftragen kann. Farbtechnisch finde ich den aber richtig, richtig gut und ich konnte auch sehr schnell damit meine Augenbrauen machen. Es ist halt wirklich ganz weit davon entfernt, so diese präzisen einzelnen Härchen einzeichnen. Es ist halt wirklich, mach da drauf, bürste durch, mach da hinten irgendwie noch ein Schwänzchen mit bei, fertig ist die Laube. Ne? Also das ist so eher Sinn und Zweck des Ganzen. Die Lidschattenpalette unterirdisch, auf gar keinen Fall zu empfehlen. Die Eyeliner, ich habe jetzt nur den blauen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Montagsprodukt war, aber der ist furchtbar. Mochte ich gar nicht, auch wenn ich mich gefreut hätte, einen schönen blauen Eyeliner gehabt zu haben. Der geht jetzt direkt ins Aufgebraucht. Ne? Ist ja aufgebraucht. Die Mascara muss man sich rantasten, aber das hat man oft bei den Catrice Mascaren. Finde ich, macht ein schönes Ergebnis. Und ich finde es auch gut, dass wir hier in dieser Reihe halt jetzt so eine Fortführung haben und nicht die Glam and Doll halt immer nur weitergeführt bekommen und da eine neue Version bekommen, sondern von dieser Reihe. Da hatten wir ja auch bei dem einen oder anderen Sortiments-Update, bei der einen oder anderen Sortimentsumstellung auch schon welche drin gehabt. Und das Lippenprodukt mag ich sehr, sehr gerne. Das gefällt mir richtig gut. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man das einfach so mal eben schnell auch so zwischendurch aufträgt, ohne Spiegel. Da brauchst du eigentlich auch keinen Spiegel, ne? Und das macht keine Fäden, das macht einen schönen Effekt, das fühlt sich frisch und angenehm auf den Lippen an und ich bin halt einfach ein Lipgloss-Mädchen, dementsprechend ist es auch wirklich mein Produkt. Ja, das war jetzt mal ein ausgiebiges Fazit. Falls ihr Bock habt, das ein oder andere Produkt bei Purish nachzushoppen, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Die haben im Onlineshop auch noch super viele andere Marken. Wie gesagt, ich habe euch eben auch ein Video verlinkt, wo ich das ein oder andere euch gezeigt habe, was da so eure Favoriten sind. Damit habe ich ein Fullface nämlich geschminkt. Ich bekomme immer wieder was von denen auch zugeschickt und zeige euch da auch die Produkte. Also die haben richtig geile Marken im Sortiment, kannst du nicht anders sagen. Schaut euch da gerne mal um. 20% sind 20%, das ist mehr als man normalerweise bekommt und das finde ich ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, schaut gerne vorbei, nutzt meinen Code Claudi20, verwendet gerne die Links in der Infobox. Und ja, das war es jetzt hier von mir und dem Fullface Catrice bzw. mit dem Catrice Sortiments Update in meinem Gesicht. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!